Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Systemvorstellungsvideo-Zeit und diesmal mit einem etwas populäreren Gerät. Zumindest war das in Großbritannien. In Deutschland war er nicht ganz so populär. Es soll gehen um den ZX Spectrum. In diesem Fall exemplarisch um den ZX Spectrum Plus 2, aber ich mache generell Rundumschlag ZX Spectrum, auch wenn ich die einfacheren kleinen Gummigeräte hier leider nicht habe, aber ich habe das hier. Ja, und als kleine Anekdote, ich habe eigentlich versucht, mit einer KI ein Aufmacherbild für dieses Video zu produzieren und ich wollte einen Computer haben mit Spektrum. Hat sich die KI nicht so richtig von überzeugen lassen. Das Beste, was ich rausgekriegt habe, war das da, was ich da zeige. Taugt dann, finde ich, doch nicht so richtig, aber ja, war nicht möglich, ihn das komplett umwickeln zu lassen. Ging einfach nicht. Muss man selber machen. Hätte ich mir Speck kaufen müssen und dann schön drumherum wickeln. Gut, das vorneweg, dann steigen wir voll ein. Allgemein zum Sinclair Spectrum, nicht zu diesem hier, sondern zu diesem da. Das ist das Gerät, so wie es ursprünglich auf den Markt gekommen ist. Der Sinclair Spectrum ist 1982 von Sinclair Research auf den Markt gebracht worden. Zur Firma Sinclair bzw. zu Circlive Sinclair sage ich was in meinem ZX81 Video. Das wiederhole ich hier nicht nochmal, das verlinke ich unten, kann man sich da anschauen. Da ist auch ein Bild von Clive Sinclair drin und ein bisschen was zur Geschichte der Firma bzw. zur Geschichte der Firmen, weil die sich immer mal wieder geändert haben. Aber wie gesagt, das findet man in dem Video. Hier soll es über dieses Gerät explizit gehen und nicht so sehr über die Firma, weil haben wir schon gemacht. Der ZX Spectrum, also wie gesagt, nicht dieser hier, sondern der da, kam 1982 auf den Markt mit 16 Kilobyte bzw. 48 Kilobyte je nach Ausstattung. Und die 16 Kilobyte Variante kam für 125 Pfund und die 48 Kilobyte Variante kam für 175 Pfund auf den Markt. Das war damals relativ günstig. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, was das inflationsbereinigt in Euro wäre. Ich blende das da ein. Ja, er ist wie gesagt im Prinzip der Nachfolger zum Sinclair ZX81. Er hat im Unterschied zu diesem wesentlich mehr RAM. Er hat Farbgrafik. Er hat sowas ähnliches wie Sound. Also der hier hat ein bisschen mehr Sound, aber der Originalspektrum in seinem kleinen Gehäuse mit seinen Gummitasten, der hatte ja im Wesentlichen einen Pieper, aber immerhin, das ist mehr als der ZX81 hat. Der hat nämlich gar nichts. Der hatte auch keine Farbgrafik, er hatte nicht mal wirklich Grafik und hatte 1 Kilobyte RAM. Der ZX Spectrum, wie gesagt, mit 16 bzw. mit 48 Kilobyte RAM war da schon signifikant besser ausgestattet. Zu den genauen technischen Daten kommen wir dann später. Sinclair hatte sich mit dem Spectrum für diesen BBC-Computer beworben. Also das, was dann letztendlich der BBC Micro geworden ist von Acorn, das wollte Spectrum auch machen. Da gibt es den Film Microman, der zeigt das so ein bisschen. Also er zeigt primär die Acorn-Seite, aber er zeigt auch diese Sinclair-Seite und das Duell zwischen den beiden Firmen bzw. zwischen den beiden Firmeninhabern. Ich glaube, es gibt keine deutsche Synchronisation, man müsste ihn sich auf Englisch angucken, aber man findet ihn problemlos auf YouTube. Also wer das mal gucken möchte, ist ganz interessant. Geht halt um die Entwicklung des Spectrum und parallel des BBC Micro und ja, so die Geschichte, die damals abgelaufen ist. Im Wesentlichen ist die wohl so ähnlich auch abgelaufen. Ja, aber es ist nichts draus geworden. Die BBC hat den BBC Micro sozusagen für ihr Computerprogramm eingekauft oder was heißt eingekauft, also finanziert mit und promotet und eben nicht den Spectrum. Der Spectrum ist einfach unabhängig davon auf den Markt gekommen und war letztendlich auch, gerade auch durch den Preis, dann ein sehr erfolgreiches Gerät, zumindest in Großbritannien. Zu den Verkaufszahlen kann man sagen, es wurden über 5 Millionen Stück verkauft. Insgesamt, also über alle Modelle hinweg, das sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Damit liegt er so im Bereich von Apple II oder vom Atari ST jetzt nicht der Überflieger im Erfolg, aber schon ein erfolgreiches Gerät. In Deutschland war er nicht so fürchterlich verbreitet, würde ich sagen, war aber immerhin bis zum Erscheinen des Schneider/Amstrad CPCs das erfolgreichste Gerät nach dem C64, also im Bereich Heimcomputer. Das merkt man ein bisschen daran, dass man, wenn man heute mit Leuten spricht, dass es tatsächlich welche gibt, die den hatten. Und das passiert mir bei anderen Rechnern eher selten. Ich kenne niemanden, der einen Amstrad hatte, ehrlich gesagt, obwohl der dann ja den in der Beliebtheit abgelöst hat, aber kenne ich keinen. Ich kenne auch keinen, der einen MSX hatte oder sowas. Klar, die gab es alle, aber so richtig verbreitet war das nicht. Die meisten hatten einen C64 und so eine Handvoll Leute hatten tatsächlich ein Spectrum. Vom Spectrum selber gab es relativ viele Nachbauten aus dem Ostblock. Also Russland, Ungarn, was immer da so dranhängt. Da gab es relativ viele Geräte, die mehr oder weniger spektrumkompatibel waren, einfach weil der relativ einfach nachzubauen war. Und ja, findet man auch auf eBay teilweise in allen möglichen Varianten. Da bin ich jetzt auch nicht so tief in der Szene drin, dass ich da genau wüsste, was es da gab. Aber es gab da so Spektrum-Nachbauten. Die Supermillionenzeller werden es jetzt auch nicht gewesen sein. Am erfolgreichsten war er aber nichtsdestotrotz eben in Großbritannien. Technische Daten, wie gesagt, 16 oder 48 Kilobyte.
später dann bis zu 128 Kilobyte, wie zum Beispiel dieser hier. Er hat eine Z80 CPU, genauso wie der ZX81 auch. Die taktet hier mit 3,5 MHz in diesem hier, beziehungsweise in dem Spektrum 128. Das ist sozusagen das Vorgängermodell hiervon und nochmal was anderes als der Originalspektrum. Da taktet sie mit 3,54 MHz. Also da hat man den Takt ganz minimal erhöht, was unter Umständen nicht hundertprozentig kompatibel ist. Also es dürfte im Allgemeinen nicht viel ausmachen, aber ja, es ist nicht ganz das Gleiche. Er hat einen ULA-Chip, das ist im Prinzip das Herz des Spektrums, der ist zuständig für Grafik, für diesen Piepsound und so weiter. ULA kann die ersten 16 Kilobyte des Speichers ausbremsen. Da ist sie so ein bisschen, ja, wie das oft in diesen 8-Bit-Home-Computern war, wenn dann da Grafik aufgebaut werden musste oder sowas, dann brauchte die halt den Speicherzugriff und die CPU musste warten. Das ist hier auch so, deswegen sind die ersten 16 Kilobyte unter Umständen langsamer als alles das, was danach kommt. Die Grafikauflösung ist 256 x 192 in 16 Farben, beziehungsweise eigentlich sind es 15 Farben, denn es sind 8 Farben jeweils in einer hellen und einer dunklen Variante und schwarz in dunkel oder in hell ist schwarz, da ändert sich nichts, also bleibt wie es ist. Von daher im Prinzip 16, aber de facto 15 Farben. Die Farben sind nur in 8x8 Pixelblöcken zuweisbar. Das ist ein bisschen so wie der High-Res-Modus im C64 und das führt auch zu den gleichen Artefakten. Und das hat man beim Spektrum bei den meisten Spielen, so sie nicht einfarbig sind, hat man diesen Color Clash. Also so farbige Blöcke, wenn sich die Grafik, zum Beispiel das Sprite, halt sanft über die Grafik bewegt, dann bewegt sich die Farbe irgendwie in Blöcken und das sieht ein bisschen, ja, unschön aus. Modernere Spiele versuchen das ein bisschen zu vermeiden. Ich zeige in einem extra Software-Video nochmal ein paar Beispiele für den einen oder anderen Fall, damit man sich das mal angucken kann. Man sieht das ein bisschen auch in meinem Enterprise-Video tatsächlich, kann ich auch unten verlinken, weil da viele Spektrum-Portierungen drin sind. Die haben dann auch so diese grafische Anmutung und haben auch dieses Problem mit dem Color Clash. Im Gegensatz zum 64er allerdings hat er keinen Textmodus. Es ist immer Bitmap-Grafik. Er hat auch keine Sprites. Das heißt, er hat nichts, das sagte ich eben schon mit dem Color Clash, er hat nichts, was die eigentliche Grafik überlagern kann und davon unabhängig agiert, sondern das ist alles Teil der Grafik. Und damit leidet es auch alles unter diesem Problem des Color Clash unter Umständen. Und weil das eben so ist und weil der Color Clash halt doof ist und je nach Entwickler man sich da mehr oder weniger Mühe gegeben hatte oder mehr oder weniger bereit war, das überhaupt zu akzeptieren, sind die Spiele halt tendenziell eher einfarbig. Also es gibt Sachen, da ist das Spielfeld dann komplett einfarbig und nur das Drumherum ist so ein bisschen bunt. Es gibt aber auch Spiele, die haben im Spiel selber Farbe, aber dann hat man eben unter Umständen diese Farbartefakte da drin. Der Sound beim Originalspektrum ist eine Stimme, 10 Oktaven. Ja gut, ist halt ein Pieper, der in 10 Oktaven piepen kann. Der ist nicht besonders leistungsfähig, das ist nicht besonders gut, deswegen ist der Sound in den meisten Spektrumspielen auch so ein bisschen mäh. Also man hat da relativ gute Sachen rausgeholt noch für das, was es halt ist, aber es ist eben nicht viel und es ist keine Konkurrenz zu irgendwie einem dedizierten Soundchip. Deswegen sind die Sounds bei vielen Spektrumspielen auch so ein bisschen so, also ja, nicht so ganz mein Geschmack, aber wer mit dem Spektrum aufgewachsen ist, den stört es vielleicht nicht. Ich finde es nicht so berauschend. Massenspeicher war üblicherweise Kassette. Kann ich hier auch mal eine zeigen. Hier habe ich eine, also ich habe auch noch mehrere, aber das ist jetzt die, die ich hier gerade zur Hand habe. Ne? Kommt hier rein, zack, und dann kann man davon laden, theoretisch. Das war so das primäre Medium, gerade auch weil Kassetten und Tapes in Großbritannien sehr verbreitet waren. Ich denke mal primär wegen des Preises. Und eben der Spektrum auch da sehr populär war, deswegen waren Tapes das primäre Medium für den Spektrum. Mit dem Plus 3, also das ist jetzt der Plus 2, es gab dann auch noch ein Plus 3, gab es dann auch Diskettenlaufwerke, die waren dann hier eingebaut. Das war wie beim Schneider CPC auch dann später, das waren diese 3 Zoll Diskettenlaufwerke. Das ist aus der Zeit, als Sinclair von Amstrad schon übernommen worden war, komme ich auch gleich nochmal drauf kurz. Es gab vorher natürlich auch schon Diskettenlaufwerke als extra Hardware, die man anschließen konnte. Es gab sogar, habe ich gesehen, einen Adapter, wo man die C64-Floppy, also die 1541 hier dann anschließen konnte. Problem bei all diesen Lösungen war natürlich, es gab keine Software dafür. Die Software erschien hier auf Tape. Disketten konnte man seine eigenen Programme mitbespielen oder vielleicht gab es irgendwelche fiesen Tricks, das da drauf zu kopieren, aber an sich war die Software Tape. Diskette brachte einen ja nicht so richtig voran. Gut, das allgemein zum Spektrum, dann kommen wir konkret auf diesen Rechner, den ZX Spectrum Plus 2. Der ZX Spectrum Plus 2 kam 1986 auf den Markt für um die 140 Pfund. Kann ich auch da wieder inflationsbereinigt einblenden, was das dann gewesen wäre. Das ist der erste Rechner, der von Amstrad auf den Markt gebracht wurde, unter der Spectrum-Marke. Also Amstrad, das waren ja die mit den CPCs, die haben dann Sinclair aufgekauft und haben dann weiterhin Rechner rausgebracht, die irgendwie
M-Stretig waren, weil das war der ja hier mit diesem eingebauten Tape-Laufwerk und später mit dem eingebauten Diskettenlaufwerk, aber die halt weiterhin Sinclair waren von der Marke her und die auch technisch eben Spektrums waren. Warum auch immer man das gemacht hat. So richtig klar ist es mir nicht, aber es war vielleicht egal, Hauptsache es brachte irgendwie Geld. Nach diesem Gerät hat Amstrad noch den Plus 3 AB rausgebracht, also es gibt eine A-Variante und eine B-Variante davon. Das sind die Geräte mit dem eingebauten Diskettenlaufwerk. Und es gibt auch noch diesen Plus 2 als AB, also das ist jetzt der normale, in Anführungsstrichen hier, das ist quasi der erste. Und dann gibt es noch einen Plus 2 A und B. Der sieht so ähnlich aus, ist aber schwarz, also hat ein schwarzes Gehäuse und nicht dieses graue hier. Und hat das Innenleben des Plus 3 und nicht eben das Innenleben des Plus 2, was wahrscheinlich eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil das Innenleben des Plus 2 ist nicht so berauschend, aber kommen wir auch gleich nochmal kurz, wenn ich darauf eingehe, was ich an dem Gerät gemacht habe. Verbesserungen gegenüber dem Spektrum an sich, klar, die erste ist offensichtlich, man hat dieses eingebaute Tape-Laufwerk, man hat einen RGB-Video-Ausgang, sehen wir gleich, wenn ich nochmal um das Gerät herum gehe. Man hat einen dedizierten Soundchip, das ist dieser übliche AY38910, der auch im CPC, im ST und im MSX in Varianten enthalten ist. Also brauchbarer Sound, nicht nur dieses Gepiepe. Gibt auch durchaus einige Spiele, die das nutzen, also es ist jetzt keine sinnlose Investition gewesen, das zu haben. Er hat, wie man hier sieht, 128 Kilobyte. Die sind einblendbar in 16 Kilobyte Blöcken ab 49.152 im Speicher und dann eben per Bankswitching adressierbar. Er hat eine bessere Tastatur. Er hat nicht mehr diese komischen Gummitasten. Die ist immer noch nicht super gut, aber ja, es ist, man kann ihr zugutehalten, dass es eine Tastatur ist. Eine vernünftige, in Anführungsstrichen, Tastatur. Ein wesentlicher Unterschied ist auch, das sieht man, wenn man auf die Tasten selber guckt, er hat nicht mehr diese, beim ZX81 ist es ja so und auch beim Spektrum ist es so, dass man im Basic die Befehle nicht ausschreiben kann. Man muss die Taste drücken. Also wenn man jetzt 10 tippt, so, und dann will man Print machen, dann muss man irgendwie die Taste für Print drücken. Ich sage jetzt mal, das ist P oder sowas und dann erscheint direkt Print. Man kann nicht Print schreiben. Das funktioniert nicht. Hier bei dem 128er Basic ist es anders. Da muss man die Sachen ausschreiben. Da kann man sie nicht mehr abkürzen. Es gibt auch diese Tastenaufdrucke nicht mehr. Die gibt es nur noch für Run und für Load, weil man unter Umständen, wenn man im 48K-Modus ist, der Kompatibilität wegen, dann braucht man die zum Laden von Spielen schlichtweg. Dafür sind die noch hier da, beziehungsweise beschriftet sind sie dafür noch. Ich würde jetzt mutmaßen, dass die anderen schon auch noch funktionieren. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert, aber ja, müssten sie eigentlich. Aber es ist sinnlos. Wenn sie nicht beschriftet sind, weiß man nicht, wo sie sind, was sie machen. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wenn man im 128-Modus ist, dann kann man normal Basic-Programme schreiben. Im 48er-Modus nicht so richtig, weil man nicht weiß, was man drücken soll. Ja, auf der einen Seite ist es gut, weil die Tasten dann nicht so überfrachtet sind und weil man endlich vernünftig schreiben kann. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen blöd, weil man damit der Kompatibilität gebrochen hat, was die Eingabe der Programme angeht. Ja, das sind die Verbesserungen. Es gibt auch Verschlechterungen. Und dazu gehört eben, wie gesagt, eben das, was ich gesagt habe mit den Basic-Befehlen, dass sie halt nicht mehr aufgedruckt sind und dass ich sie im 48K-Modus bzw. im 48K Basic eben einfach dann blind eintippen müsste. Und er ist nicht 100% kompatibel. Das meiste läuft, aber das Timing ist leicht anders. Es kommt zum einen durch diesen leicht anderen Takt. Das ist noch irgendwas anderes an der ULA anders, soweit ich mich entsinne. Also irgendwas ist nicht ganz gleich. Das meiste funktioniert aber. Wenn man moderne Demos nimmt, dann kann man das manchmal auswählen beim Starten, welchen Rechner man hat. Und dann schaltet das Ding entsprechend irgendwas um und dann läuft die Demo halt oder sie läuft nicht, je nachdem, was man da ausgewählt hat. Gut, dann machen wir einen Rundgang um das Gerät. Wir haben hier ja, die Tastatur, wir haben hier das eingebaute Tape Drive, habe ich auch schon gezeigt. Wir haben hier so ein Loch, da kann man den Kopf einstellen. Da gibt es ja Software für, mit der man das machen kann. Da kann man, dann sieht man halt, wie so die Auslenkung ist. Man kann es auch einfach nach Ohr machen. Das geht auch. Also wenn man hört dann schon, ob das richtig ist oder nicht. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben hier die LED und hier eben ZX Spectrum 2 Plus. Warum das Ding hier hinten ist, komme ich auch noch gleich zu. Wir haben hier, na, machen wir es mal unten. Da haben wir nämlich im Prinzip nichts. Da haben wir hier Spektrum 128K plus 2, Seriennummer oder sonst irgendwas gibt es nicht. Und hier haben wir ein paar Macken im Gehäuse. Und hier haben wir von mir neu aufgeklickte Füße, die da eigentlich nicht hingehören. Normalerweise sind hier so ins Gehäuse eingelassene Füße, aber die haben sie hier allesamt verabschiedet. Die gibt es hier nicht mehr. So, dann haben wir hier die Seite. Da haben wir nichts an der Seite. An der Seite haben wir was, und zwar eine Reset-Taste, ganz nett. Wir haben zwei Joystick-Ports, die sind Sinclair-kompatibel. Kann ich gleich zeigen, wenn wir mit dem Rundgang einmal durch sind, was das bedeutet. Und hier steht auch Use only Sinclair SJS-1 Joysticks.
Obwohl, das stimmt nicht ganz. Man kann da auch andere als Sinclair-Joysticks benutzen, aber ja. Ja, hier ist so ein Lüftungsschlitz. Hier haben wir 9 Volt Spannung und Powerversorgung. Hier haben wir so einen Erweiterungsport. Da steckt jetzt diese Erweiterungskarte drin und die nehme ich auch nicht raus. Komme ich gleich nochmal zu. Hier haben wir einen RS-232/MIDI-Port, also irgendwie so einen Erweiterungsport, mit dem man auch irgendwie MIDI machen kann. Kann ich jetzt gar nichts Genaues zu sagen. Braucht man wahrscheinlich irgendwie so ein Breakout-Kabel, damit das vernünftig funktioniert, aber so ist er zumindest beschriftet. Wir haben hier einen Keypad-Port, da kann man so einen 10er-Block anschließen. Soweit ich informiert bin, ist der ziemlich witzlos, weil der zum Beispiel im Basic, glaube ich, gar nicht funktioniert, aber sei es drum. Hier haben wir einen RGB-Ausgang für Monitor. Hier haben wir theoretisch einen TV-Modulator, habe ich rausgenommen, weil ich brauche den nicht und der erzeugt da drin nur Abwärme und eventuell Störsignale, also weg mit dem Ding. Und hier haben wir einen Soundausgang. Für diesen Port gibt es Kabel, um das zum Beispiel ans SCART anzuschließen. Da ist dann gleich der Sound mit dran. Dann stöpselt man das hier so zusammen und dann geht das zusammen in so ein SCART-Kabel. Ist ganz nett. Genau, das ist das, was dran ist. Dann gehen wir kurz, was ich sagte, zum Joystick. Also den habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das ist mein einziger Joystick, der es ermöglicht, hier angeschlossen zu werden. Weil es der einzige ist, der hier dieses Sinclair-Interface bietet. Der hat hier das normale in Anführungsstrichen, also das, was der C64 und die Atari-Konsolen und sonst irgendwer verwendet. Aber er hat hier eben die Sinclair-Belegungsvariante. Diese Variante, was man so kennt, vielleicht vom Quickshot oder Competition oder sonst irgendwas, die funktioniert hier dran nicht. Das muss diese sein. Was das macht übrigens, dieser Joystick-Port, nebenbei bemerkt, ist letztendlich mappt er das auf die Tasten. Also das macht sowohl der als, ich glaube, der macht das auch. Also der mappt das dann auf hier irgendwo oder sowas. Ist also kein Zauberwerk. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine extra Hardware verbaut ist, die da irgendwie einen Port zur Verfügung stellt, wo man dann den Joystick abfragen kann, sondern es simuliert schlichtweg Tastendrücke. Das hat den Vorteil, dass man bei Spielen, die gar keine Joystick-Unterstützung haben, einfach sagen kann, ich belege die Tasten neu und mache dann so. Und dann funktioniert das auch. Ja, dann sind wir einmal drum herum gegangen. Dann, was habe ich denn in dem Gerät, an dem Gerät und mit dem Gerät selber gemacht? Naja, wie immer halt sauber gemacht, ne, komplett auseinandergebaut. Das Board war super, ja, ich sag mal ölig. Also ich glaube, das hat jemand in Kontaktreiniger gebadet, diese Kontaktreiniger. Je nachdem, welcher Art die sind, es gibt ja so aggressivere Varianten, die haben so einen leichten Ölfilm. Hab das Gefühl, das hat man hier gemacht nach dem Motto, oh, der funktioniert nicht. Immer noch nicht. Naja, das habe ich sauber gemacht. Ich kann hier ein Bild vom Board zeigen. Ich habe zahlreiche Chips gesockelt. Zum einen zur Fehlersuche, weil er nicht astrein funktioniert hat. Fehlerbild, was er am Anfang hatte, kann ich auch da einblenden. Komme ich gleich zu, was der eigentliche Fehler war. Ja, wie gesagt, Chips gesockelt zur Fehlersuche und aber auch, um darunter das Öl wegputzen zu können, weil das frisst unter Umständen die Platine weg irgendwann nach einer Zeit, weil dieser Kontaktreiniger leicht aggressiv ist und ja, das wollte ich da nicht drunter haben. Also habe ich an den Stellen, wo es jetzt irgendwie praktikabel war und ich eh dabei war und ich eh auf Fehlersuche war, gleich die Chips raus und ein bisschen das Öl da weggemacht. Dann habe ich 3 Transistoren gedreht. Die sind in dieser Reihe falsch eingelötet. Hat Sinclair falsch rum gemacht. Die sind auch falsch rum auf dem Board beschriftet. Die muss man umdrehen. Also es funktioniert auch, wenn man die nicht umdreht. Aber eigentlich gehören die andersrum. Und das soll das Videosignal verbessern. Ob es das jetzt wirklich getan hat, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht den Riesenunterschied gesehen. Ein bisschen, glaube ich, war es besser. Aber ja, ich habe es halt gemacht, weil es eben so richtig ist. Ich habe das Audiosignal vom Videosignal entkoppelt. Das ist auch so eine Modifikation, die man machen kann, weil sonst wirkt das Audiosignal irgendwie auf das Videosignal ein. Da ist irgendwas ein bisschen falsch geschaltet auf dieser Platine, kann man entkoppeln und dann ist das Videosignal theoretisch besser. Ich habe die Kondensatoren alle getauscht. Das ist wie gesagt was, was ich normalerweise nicht mache. In dem Fall habe ich es gemacht. Primär deswegen, weil das Ding relativ unsaubere Audioausgabe hat. Ich dachte, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Hier ein Bild von den Kondensatoren. Ich habe die in 2 Häufchen geteilt. Die einen sind okay gewesen und die anderen sind kaputt gewesen. 3 waren kaputt. Also kaputt im Sinne von, sie haben nicht mehr die Werte gehabt, die sie haben sollten. Also nicht mal mehr ansatzweise. Aber die anderen waren alle in Ordnung. Ich habe die Platine des Tape-Laufwerks leicht modifiziert. Das ist eine Modifikation, die Sinclair später an den Geräten selber vorgenommen hat. Das soll diese eben schon angesprochenen Störgeräusche minimieren. Bisschen. Aber auch nicht so richtig der Brüller. Man wird das in dem Software-Video, denke ich mal, wahrscheinlich hören. Mal gucken, wie das Capturing funktioniert und wie ich das rausgefiltert kriege eventuell. Aber das Audiosignal, was hier rauskommt, ist sehr unsauber. Ich habe den Linearregler ersetzt. Der sitzt normalerweise hier durch einen Schaltregler. Einfach damit das hier nicht mehr ganz so warm wird und damit hier aus dem Lüftungsschlitz nicht mehr so die große Hitze rausströmt.
Das ist wahrscheinlich auch, oder? Nee, hier unten an dem Gehäuse ist keine Verfärbung. Aber der wurde relativ warm. Ich habe alle RAMs getauscht für die 128 Kilobyte. Also ich habe von den alten RAMs welche behalten, aber ich habe sie erstmal alle weggetauscht, weil es waren 4 defekt. 3 waren in den unteren 64 Kilobyte defekt. Das produziert, wie gesagt, dieses Fehlerbild, was ich da eben schon gezeigt habe. Einer war in den oberen 64 Kilobyte defekt. Das dürfte eigentlich, nachdem wie das Schaltbild aussieht und nachdem, wie ich die Architektur verstanden habe, eigentlich auf die normalen Spiele gar keinen Einfluss haben. Aber eigentlich hat es den halt doch. Denn es lief fast nichts. Am Adressbus kann es nicht liegen, wahrscheinlich irgendein Datenbuskonflikt. Ja. Mit dem Oszilloskop konnte man es nicht wirklich nachmessen, da war nichts zu erkennen. Aber als ich mir nicht mehr zu helfen wusste, habe ich dann einfach gesagt, okay, alles was jetzt noch bleibt, was ich nicht getestet habe, sind die oberen 64 Kilobyte RAMs alle raus, ersetzt, lief. Hätte man schneller haben können, hat eine Weile gedauert, bis ich das gerafft habe. Dann ist noch ein RAM gestorben von den 9, die ich eingesetzt habe. Ja, habe ich wieder zusammengebaut. Eingeschaltet, fumm, war wieder kaputt, sah wieder so ähnlich aus wie das Bild, was ich vorhin gezeigt habe, den auch wieder gesucht und wieder ersetzt. Generell ist das Arbeiten bzw. die Fehlersuche an dem Ding doof, denn die Tastatur ist eine Membrantastatur und es gibt dafür keinen Ersatz. Es gibt für die normalen, alten, kleinen mit den Gummitasten, gibt es Ersatzmembranen zu kaufen, für diese hier explizit nicht. Das heißt, wenn diese Membran kaputt ist, da kann man nichts mehr machen. Da kann man nur noch sehen, dass man irgendwo eine Ersatztastatur herkriegt mit einer neuen Membran oder von mir aus eine alte Membran, die noch funktioniert, aber das ist ja auch relativ unwahrscheinlich. Und das ist ein bisschen doof, weil wenn man jetzt testet, muss man das immer rein und raus und rein und raus machen, sonst kann man nichts testen. Ja, man kann ihn anschalten und feststellen, ah, er funktioniert, aber man kann nichts laden oder sonst irgendwas machen. Das ist leider nicht über einen Joystick steuerbar, auch dieses Ding hier nicht, auf das ich gleich nochmal eingehe. Weiterhin, und deswegen steckt dieses Ding hier drin, beziehungsweise ja, das steckt da drin, weil man darüber halt die Software laden kann. Das ist ein DIV-IDE oder DIV-IDE Divide. Gibt es in verschiedenen Varianten. Das hier ist eine, die man in Polen bestellen kann. Das ist an sich ein ganz cooles Teil. Das sitzt hier in diesem Erweiterungsport. Das Problem an dem Erweiterungsport ist aber, dass die Kontakte auf der Platine offensichtlich irgendwie Sinclair-typisch mit Spucke angeklebt worden sind oder sowas. Das heißt, die gehen einfach ab. Wenn ich das hier jetzt rein und raus und rein und raus und rein und raus zum Testen mache, dann habe ich die irgendwann vom Board abgelöst. Das ist leider so. Deswegen versuche ich das zu minimieren, das Ding rein und raus zu stecken und lasse das hier halt im Allgemeinen drin. Weiterhin bei diesem Ding, weiß nicht, ob das jetzt explizit an diesem Ding liegt oder ob das an diesem Gerät liegt, keine Ahnung. Je nachdem, welche Compact-Flash-Karte man hier reinsteckt, zieht der die Reset-Leitung irgendwie runter. Das ist ganz komisch. Diese Karte, die jetzt hier drin ist, die macht das überhaupt nicht. Also da ist die Reset-Leitung ganz normal high. Ja, das muss sie sein. Wenn sie low ist, macht er halt ein Reset. Es gibt Karten, da zieht er das auf so 3,5 Volt runter, das geht auch noch. Und es gibt Karten, da zieht er das so auf 1,5 Volt runter. Und das führt dann dazu, dass das Ding nicht mehr richtig funktioniert, der ganze Rechner nicht mehr richtig funktioniert, weil er einfach wahllos Resets macht. Bisschen merkwürdig, verstehe ich nicht, wie das sein kann, aber so ist es. Liegt irgendwie an der Compact-Flash-Karte. Manche machen da ein Reset. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das gerafft habe, wo der Zusammenhang zwischen der Compact-Flash und der Reset-Line ist. Aber irgendwann bin ich da auch drauf gekommen. Ja, generell zu meinen Reparaturen und auch zu dem Problem mit diesem Ding hier, mit der Reset-Line und sowas. Die Community ist nicht so gut aufgestellt, wie man denken könnte, weil es war ja in Großbritannien ein sehr populäres Gerät und ich habe gedacht, da findet man viele kompetente Hilfe. Nicht so richtig irgendwie, habe ich festgestellt. Also ich habe dieses Problem halt gepostet. Ja, da kam eigentlich nicht viel zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bin ich im Forum 64 von dem 64er anders gewohnt. Aber ja, so ist es halt. Hat sich letztendlich ja eben auch nicht so oft verkauft wie der 64er. Problem bei dem Ding ist, da kann die Community nichts für, wenn man das hier hat. Oder wenn man irgendwas hat und der Spektrum stürzt ab, wonach sucht man? Ja, man sucht nach Spektrum und Crash. Das ist ganz toll. Es gab nämlich eine Spielezeitschrift, die hieß Crash. Und die hat Spektrum-Spiele getestet. Das heißt, immer wenn man nach Spektrum und Crash sucht, findet man nichts über abstürzende Spektrums, sondern immer irgendwas über diese Spielezeitschrift. Ja, bisschen doof. Aber naja, kann man auch nichts machen. Gut, und damit sind wir bei Literatur gelandet. Ganz elegant. Ich zeige auch immer ganz gerne, was ich so habe. Ich habe hier 2 Bücher mir besorgt für den Spektrum. Die sind nicht explizit für diesen hier. Das ist jetzt hier das normale Basic-Programmierhandbuch für den Spektrum. Ich habe das ja für den ZX81 auch. Und das hier ist quasi die Spektrum-Variante. Das ist vom Aufbau her so ähnlich. Ich glaube, die ZX81-Variante hatte mehr Bilder drin. Aber ja, es ist halt so ein normales Basic
Lernhandbuch. Ich glaube, es gab auch noch so ein Buch, was sich damit beschäftigt, wie man den Spektrum in Betrieb nimmt und so. Das habe ich jetzt nicht. Genau hier das Einführungsheft. Ja. Und das ist halt die deutsche Variante. Und dann habe ich das hier von Hartnell und Jones, einer der beiden Autoren, ist schon verstorben. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher davon. Und das ist Spektrum ohne Grenzen, über 100 Programme und Routinen. Ja, im Wesentlichen ist es auch eine Sammlung von Basic-Programmen. Hat hier so Kästen drum gemalt und Sternchen dran gemalt. Manchmal verstehe ich die Leute nicht, warum sie das tun. Weil an anderen Stellen haben sie es ja nicht gemacht. Ja, das ist dann alles. Also das sind die einzigen Programme in diesem ganzen Buch. Oh, hier, D-Mark 2880, für den, der es interessiert, wo das ist. Hier hat es auch so eine Auffaltung, also hier hat es ein bisschen, ne, hier, da hat es irgendjemand intensiv benutzt, an der Stelle, aber ansonsten nicht. Naja, das ist das Buch, ja, ganz nett, bringt einen jetzt nicht super nach vorne, aber ich habe immer ganz gerne ein bisschen Literatur dazu. Zeitschriften mit Tests habe ich diesmal keine, einfach weil ich keine bekommen konnte. Ich habe welche gefunden und habe die ausgedruckt. Wir haben hier was von der HC. Ja, mein Homecomputer oder Heimcomputer, ich weiß immer nicht, wie es heißt. Also ja, das Ding vom Vogel Verlag, diese Zeitschrift. Und das ist jetzt auch nicht explizit der hier, sondern das ist der Spektrum 128K. Das ist im Prinzip so ein ähnliches Gerät, hat auch 128K, eine leicht verbesserte Tastatur. Man sieht hier ein bisschen die Historie. ZX81, Spektrum normal, hier ist der Spektrum Plus. Hier ist der 128er mit diesem Numpad, was man hier auch anschließen konnte. Zu dem hier habe ich halt nichts gefunden, aber die sind ähnlich. Das Basic ist schon ähnlich und sowas. Ja, also hier zum Beispiel dieser hier, 600 Mark mit einem Handbuch, einem Fußballprogramm und einem Zehnkampfprogramm. Weiß nicht, Summer Games oder sowas, keine Ahnung. Ach ja, das steht hier, das habe ich vorhin ganz vergessen, als ich über Kassetten und Laufwerke gesprochen habe. Es gab natürlich auch von Sinclair diese Microdrive-Laufwerke, die sie dann später im QL eingebaut haben. Diese kleinen Bandkassetten, irgendwie ungefähr so groß oder so. Sehr unzuverlässig, sehr proprietär, hat außer Sinclair kein Mensch benutzt. Eigentlich nicht der Erwähnung wert, würde ich sagen, für diese Geräte, aber es gab sie halt auch. Ja, hier steht auch RGB-Ausgang, diese RS-232-Schnittstelle, das war auch schon da drin. Also im Prinzip so ähnlich wie das hier, nur nicht mit eingebautem Tape. Genau, das ist das. Dann haben wir für das gleiche Gerät hier was aus der Happy Computer, was er wollte, kann und sollte, der Spektrum 128. Ja, da schreiben sie im Prinzip das gleiche, dass er RGB hat, dass er das hat und so, was sie irgendwie zum Fazit schreiben. Die zusätzlichen Speicher kann man irgendwie als RAM-Disk benutzen, dass das Basic unterschiedlich ist. Ja, was ich sage, dieses 128K Basic. Was ist hier mit den Screenshots passiert? Ich weiß es nicht. Irgendein Unfall. Am Ausdruck liegt es nicht, weil die Werbung hier ist gut rausgekommen. Ja, und dann steht hier Einsteiger als Ziel und da steht Erstkäufer in der Altersgruppe von 10 bis 18 Jahren. Dafür ist es gedacht. Okay. Ja, das ist das, was ich an Zeitschriften dafür habe. Beziehungsweise ich habe keine Zeitschriften, aber was ich an Literatur dafür habe. Dann kommen wir kurz zur Software. Ich hatte ja schon das Tape gezeigt. Wie gesagt, im Allgemeinen sind die Sachen auf Tape. Also ich habe das hier und noch zwei andere Tapes. Ein so ein Demo-Tape und noch irgendwie Speed King, glaube ich, ein Spiel oder sowas. Und das hier. Problem an dem Ding ist ein bisschen, wenn man das Teil hier benutzt, um Software zu laden, dann kann man nicht gleichzeitig hiervon laden. Es sei denn, man stöpselt das aus und das möchte ich halt so gerne nicht machen, weil dann der Port leidet. Also von daher ist meine Möglichkeit, diese Tapes tatsächlich zu laden, im Moment ein bisschen eingeschränkt, aber theoretisch kann man das hier halt machen. Das Ding habe ich mir angeschafft, um eben ein bisschen komfortabler zu laden von der Compact Flash Karte hier. Wie gesagt, das ist das Diff IDE. In dem Fall ist es das Diff IDE Revised. Steht auch drauf, kann man sich da angucken. Was sieht man es? Ja, da. Das ist an sich ganz cool. Das hat, wie gesagt, diese komische Macke mit der Reset Line, aber naja. Es bringt gleichzeitig noch ein Kempston Joystick Interface mit. Das ist nicht das gleiche wie hier. Also die Sinclair Spiele unterstützen im Allgemeinen, wenn sie Joystick unterstützen, immer das Kempston Interface. Und in den allermeisten Fällen aber tatsächlich auch das Sinclair-Interface, was hier an der Seite ist. Also ich habe den normalerweise hier dran und in absoluten Ausnahmefällen stöpsel ich ihn ab und stecke ihn halt hier oben rein. Das ist ein bisschen doof, weil da muss man hier immer den Druck ausüben und der ragt hier so raus. Deswegen finde ich es eigentlich besser, er ist hier. Es gibt auch noch andere Lösungen. Das DivMMC ist auch so ein Ding, da kann man, glaube ich, SD-Karten reinstecken, statt die Compact Flash-Geschichten und solche Sachen. Es gibt auch noch dieses DivIDE in richtig aufgeblasener Form, dass man richtig diese Fähigkeit nutzen kann, dass das ein IDE-Interface ist. Da gibt es hier dann unterschiedliche Betriebssysteme, die sind hier auch drauf, also für dieses Teil jetzt.
Die kann man hier über diese Dip-Schalter einstellen. Problem hier ist, man kommt an die Dip-Schalter eigentlich nicht dran. Geht mit dem Schraubenzieher, aber ist nicht so toll. Und hier ist noch so eine Anzeige, wo er über seinen aktuellen Zustand berichten kann. Ja, Fazit zum Plus 2, beziehungsweise zum Spektrum allgemein. Der Plus 2 an sich ist mir angenehmer als der normale Spektrum, weil er einfach eine brauchbare Tastatur hat und aussieht wie ein Computer und nicht wie ein Türstopper. Sorry für Spektrum-Fans, ich finde das hier einfach, ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Ich würde mich freuen, wenn ich einen hätte, so ist es nicht, aber das hier ist mir schon irgendwie angenehmer als das hier. Auch die Tatsache, dass er einen Soundchip hat, finde ich gut. Bin nicht der größte Fan von diesem Soundchip, habe ich auch schon mehrfach gesagt, aber es ist eigentlich ein guter Soundchip. Und auf jeden Fall ist er besser als dieses Gepiepe, was der Originalspektrum abliefert. Problem, wie gesagt, ist die Tastatur, dass es keine Ersatzmembran gibt. Ist die Membran kaputt, hat man ein Problem. Ansonsten ist es ein interessantes Gerät mit einer großen Softwareauswahl. Es kommen auch immer noch neue Spiele und neue Demos dafür raus. Die sind auch recht beeindruckend. Also es gibt tatsächlich neue Spiele, die echt ganz gut sind. Es gibt coole Demos, die man sich angucken kann. Das ist ganz schön. Für die Demos braucht man manchmal die 128K. Also von daher ist das hier an der Stelle ganz sinnvoll, wenn man das Ding hat. Und die Sachen holen da relativ viel raus aus der Kiste. Nichtsdestotrotz werde ich, glaube ich, in meinem Leben kein allzu großer Spektrum-Fan mehr werden. Ich freue mich über das Gerät, ich spiele da auch gerne mit rum, er ist auch im Moment aktiv angeschlossen oben unterm Dach, also ich benutze ihn, um so ein bisschen die Bibliothek zu erforschen und zu gucken, was es da gab, aber es ist mir oft dann doch zu einfarbig, zu viel Color Clash, zu viel oder ich sag mal zu wenig Sound, also ja, der Riesenfan vom Spektrum werde ich nicht mehr werden, aber es ist trotzdem schön, einen zu haben. Wenn man jetzt ein Spektrum in der Sammlung haben will, so wie ich das eben gerne wollte, welchen sollte man sich holen? Schwer zu sagen, wenn man die echte Spektrum-Erfahrung haben will, dann am besten wahrscheinlich diesen hier. Da hat man auch den Vorteil, dass man eben die Membran tauschen kann, was hier nicht geht. Wenn man einen besseren Sound haben will, mehr RAM und eine bessere Tastatur, unabhängig von dem Membranproblem, dann sollte es vielleicht ein Plus 2 sein oder auch ein Plus 3 in den verschiedenen Varianten. Ja, wobei man vom Plus 3 mit seinem Diskettenlaufwerk im Prinzip auch nichts hat, weil für die Disketten, da gab es auch fast keine Spiele. Und wenn, sind es diese 3 Zoll Disketten, die auch kein Mensch hat. Also ja, das ist auch nicht so der Supergewinn. Ja, das soll es gewesen sein zum Spektrum. In dem Fall zum Spektrum Plus 2. Ich werde noch ein Software-Video machen, wie gesagt, wo ich ein paar Spiele vorstelle. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.